Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir spielen heute Level 5.5 Chili Fatal. Ja, mal gucken, was in diesem Level so fatal ist. Da vielleicht gab es irgendein Missgeschick in der Fabrik, ne? Ja, vielleicht ist das ganze Chili ausgelaufen und jetzt ist ja alles ekelhaft. Oh lol, das könnte wirklich sein. Das wusste ich jetzt ernsthaft gerade nicht, ne? Also, das habe ich gerade nur zum Spaß gesagt, aber das könnte halt wirklich stimmen. Ja. Sieht mir ganz danach aus, als wäre das im Hintergrund eine Fabrik und hier sind ganz viele solche Chili-Teile ausgelaufen und wir müssen die jetzt hier benutzen, um durch das Level zu kommen. Hä, ist ja saulustig, das habe ich wirklich nur zum Spaß gesagt. Aber man kann wirklich aus den Levelnamen gut schließen, was einem erwartet hier. So, wir nehmen kurz wieder Dixie. So. Hallo? Lol? WTF? Oh gosh! Aha, wenn man neben einen dran hüpft, dann befreit man die daneben. Auch interesting. Interesting. Auf jeden Fall. Okay. Oh, lol. Okay, das ist eindeutig dazu designt, dass man hier Schaden frisst. Das ist ziemlich eindeutig. Aber das Herz holen wir uns. Und hier können wir hoch, um uns das zweite Puzzleteil zu holen. Wir haben schon zwei Puzzleteile, aber noch keinen Kong-Buchstaben. Das ist auch eine starke Sache. Und da ist er, der erste Kong-Buchstabe. Na, bitteschön. Also bisher gefällt mir das Level hier echt gut. Vom Level-Design her auch. Ja, aber gut, das Level-Design ist ja kein Geheimnis. Und die Musik, die gefällt mir auch wieder ziemlich gut. Generell, die fünfte Welt hat irgendwie teilweise so eine ziemlich funkige Musik. Funky-Mode. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Ich finde das echt ziemlich geil. Ja, das O haben wir damit auch. Ich finde das super lustig hier mit dem Gelee, mit diesem Wobbelzeug da einfach rumzuspringen. Da unten ist ein Bonusraum. Den gönnen wir uns einfach mal. Mal gucken, ob mein Skill wieder eingerostet ist oder nicht. Aha, okay, der Bonusraum dürfte eigentlich klar gehen. Ja, der Bonusraum dürfte voll klar gehen. Gut. Sehr schön. Und hier jetzt das Puzzleteil. Wir haben jetzt, wie viele? Drei? Haben wir jetzt schon drei? Ja, Tatsache. Okay, cool. Das freut mich, dass wir hier gerade so erfolgreich sind, was die Puzzleteile angeht. Okay. Ich weiß nicht, ob da rechts noch was ist, aber ich glaube nicht. Nein, hat nicht danach ausgesehen. Aha. Hier sehe ich das N. Deshalb holen wir uns das mal. Aber wenn wir jetzt schon das N haben, ist es wiederum schlecht, nur drei Puzzleteile zu haben. Muss man auch wieder so sehen, ne? Shit. Jetzt haben die hier ein bisschen mit den Kong-Buchstaben gespammt. Ich hoffe, das G lässt jetzt noch ein bisschen länger auf sich warten. Und jetzt aktiviert der Pinguin da im Hintergrund einfach mal diese Plattform. Das ist auch ziemlich geil, muss ich sagen. Okay, aber warte mal, wir versuchen mal was. Und zwar feuert der Grüne uns höher. Ich glaube ja. Das vierte von sieben. Das ist auch eine schöne Sache. Okay, da ist wieder eine Bombe am Start. Wunderschön. Wieder eine Bombe. Und jetzt können wir hier rein. Bam, bam, bam. Oh Gott, was? Wir feuern uns jetzt aus diesem Turm raus, oder was? Oh lol, wir sind da festgesteckt. Whoops. Okay, da sind wir eiskalt festgesteckt. Und das gab jetzt nichts? Gar nichts? Okay, sehr schade. Aber hier müssen wir alles einsammeln, um ein Puzzleteil zu bekommen. 5 von 7. Sieht noch gut aus. Sieht noch gut aus. Außer hier kommt jetzt schon das Ziel, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, aber hier ist schon das G. Eieieiei, das gefällt mir gar nicht. Aber da haben wir auf jeden Fall noch ein Puzzleteil. Nein, was mache ich denn? Okay, warte nochmal zurück hier. Den müssen wir uns schon holen, den Dude. Der ist ja noch nicht gerespawnt. Oh Mann.
Okay. Dann ist er jetzt aber gerespawnt. Noch immer nicht. Mann, oh Mann. Okay. Dann müssen wir wohl ein bisschen weiter zurück. So, das dürfte aber reichen, oder? Jetzt waren wir lange genug aus dem Screen. Ja, so sieht's aus. So, mein Freund. Nein, Alter, haben wir den jetzt ernsthaft drüber geschmissen? Oh, Junge. Okay. Wenn ihr jetzt nicht auf den nächsten Versuch hinhaut, cutte ich euch das. Das ist ja schon wieder lächerlich as hell. Oh, okay. Zack, da haben wir das sechste Puzzleteil. Und jetzt holen wir uns gleich noch das siebte, würde ich sagen, oder? Das siebte ist doch locker drin. Na komm. Jawohl, weg mit dir, mein Freund. Wie soll ich da nach unten hinkommen? Nur so als Frage. Okay, so nicht. Okay, so auch nicht. Oh Gott. Nee, jetzt mal ernsthaft, wie soll ich da nach unten kommen? Ach, so. Man kann da oben drauf stampfen. Na dann, haben wir ja alles eingesammelt. Also das Level hier hat mir wirklich sehr gut gefallen. Muss ich echt sagen, das Level hier war extrem geil. Oh, fuck. Oh, lol. Okay, egal. Easy. Das Level hat mir hier extrem gut gefallen. Hatte einen guten Schwierigkeitsgrad. Das Zeug war gut versteckt. Und ich habe es auf Anhieb geschafft. Und wenn ich etwas auf Anhieb schaffe, dann muss es einfach ein gutes Level sein. So. Dann können wir natürlich gleich weitermachen mit 5-6 Eis im Spiel. Nicht Eis am Stiel, sondern Eis im Spiel. Nett. Wir bereiten uns auf unsere Reise auf die Heimatinsel vor. Denn die sechste Welt ist die Heimatinsel von Donkey Kong, wo wir am Anfang des Spiels weggefeuert wurden. Und ja, Donkey Kong Country Returns hat ja tatsächlich damals auf der Heimatinsel, also ausschließlich auf der Heimatinsel, der Kongs gespielt. Und dieses Spiel hat er jetzt außerhalb davon gespielt, weil wir weggefeuert wurden. Es gab ja dann sechs Welten auch und es wird dann einfach wieder sechs Level geben in dieser Welt bei Donkey Kong zu Hause. Und ja, die sind dann sozusagen ein Best-of der Welten aus Donkey Kong Country Returns, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich versichere nichts, aber ich glaube, dass es so war. So, hier können wir runter. Und holen uns den ersten Bonusraum. Okay. Was ist denn das für ein Bonusraum? Ach, der. Na, der ist ja gar kein Problem. Vor allem dadurch, dass wir Dixie haben. Ja, ich weiß, ich sollte mal wieder ein bisschen wechseln. Weil ich habe schon wieder Dixie sehr oft benutzt in letzter Zeit. Ja. Ich tue mein Bestes. Freunde, ich tue mein Bestes. Okay. Na komm. Einmal hier hoch. Wie viele Puzzleteile gab es? 5. Okay. Wenn es 5 gibt, ist alles okay. Da ist das K. Einmal nach oben boosten und das K holen. So wünsche ich mir das. Uiu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 i. Genau so. Und nicht anders. Und hier oben erwarte ich jetzt eigentlich ein Puzzleteil. Oder auch nicht. Nee, eine Münze. Nee. Das war jetzt nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber naja. Immerhin irgendwas, ne? Na komm. Holen tue ich mir hier schon alles. Auch wenn es gar nichts gebracht hat. Toller Scheiß. Das könnte ein Puzzleteil sein. Ja, eine Banane. Eine Banane. Passt gut und es ist ein Puzzleteil. Das zweite von 5. Okay, wir feuern uns da nach hinten. Oh Gott. Jawohl, das O haben wir. Das ist ja eine ganz crazy Mechanik. Oh Gott, den Typen kann man nicht besiegen. Okay, kann man doch. Aber Dixie ist jetzt down. Aha. Oh, warte. Nein, ich wollte da nach unten rechts hin. Oh. Okay, was passiert denn, wenn wir das hier aktivieren?
Ah, da kommt ein Eis am Stiel runter. Und dann können wir da nach unten rechts reinspringen. Yes, 3 von 5. Wunderschön, die Sterne ist meistens das Einfachste. Aber ich hätte trotzdem fast verkackt wegen diesem geilen Feuer-Dude. Aber gar kein Problem für mich. Als alten Profi. Checkpoint. Oh Gott. Ja, tolle Scheiße. Okay. Na komm. Na komm. Das ist doch schon wieder lächerlich. Was kann ich denn nicht einmal abwarten? Das ist echt so ein Problem von mir. Ich kann nie irgendwann irgendwas hier abwarten. Das ist, schlimm ist das. Zack. Oh. Wow. Ey. Okay. Jetzt sind wir hier oben. Und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles easy. Eine Banane für den lieben DK. Oh, aber gerade so. Da rechts ist etwas. Da rechts ist etwas, habe ich gesagt. Na, 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 warte. Ah, so, hier rechts geht's rein. Hoho. Wunderschön. 4 von 5. Und wieder raus. Das war schön versteckt. Gefällt mir. Au. Wunderschön. Zack, zack, zack. Puzzleteil. Nö, eine Bananenstaude. Wäre auch zu einfach gewesen. Okay. Alles klärchen, Freunde. Okay, wir sammeln das Dreieck ein und es gibt eine Münze. Natürlich gibt es eine Münze. Was auch sonst. Oh Gott. Da, nein, das geht. Okay, geh, komm zu mir. Wunderschön. Da ist das Geh bei mir. Können wir hier irgendwas zerboxen? Nein. Schade. Aber das können wir anscheinend machen. Wir haben das Geh, aber noch nicht alle Puzzleteile. Also ich hoffe, dass sich das noch gleich ändern wird. Irgendwie. Wow, okay. Das war leider wieder nur eine Münze wert. Das finde ich sehr schade. Oh Gott, da ist das Ziel. Okay, gar kein Problem für mich. Aber hier gibt's kein Puzzleteil mehr für mich. Okay, schade, ich dachte, ich komme hier durch, ohne ein Puzzleteil nachholen zu müssen. Aber ganz so easy wird's dann anscheinend doch nicht. Naja, muss ich halt nochmal kurz rein. Ist ja kein Problem, das Level war auch ziemlich spaßig eigentlich. Und im nächsten Part erwartet uns dann das K-Level und der Boss. Ja. Okay, aber jetzt erstmal mit Squawks da rein. Okay, hier guckt Squawks ein bisschen ziemlich blöd. Ich weiß allerdings nicht warum. Ich habe keine Ahnung warum. Ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Warum guckt Squawks hier so? Warte mal. Hä? Okay, hier muss ich jetzt gleich vorbeirollen. Hä? Da kann man nicht vorbeirollen. WTF, was wollt ihr von mir? Oh, jetzt habe ich es aber geschafft, ey. Das ist so asozial, dass man da vorbeirollen muss, ganz ehrlich. Das ist wirklich sau asozial, weil man da aus Versehen halt das Ziel aktivieren kann. Und boah, nee. Also das war wirklich asozial. Das Puzzleteil hätten sie sich auch sparen können, aber naja, okay. Gut. Ansonsten war das Level auch ziemlich cool. Und dann sehen wir uns im nächsten Part im K-Level der 5. Welt wieder. Oi, 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 oi. Okay, dann bis dahin und tschüss.